Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, seit spätestens dem Beginn des neuen Schulhalbjahres, aber auch schon davor, ist das Thema Schülerbeförderung sehr intensiv diskutiert in der Öffentlichkeit. Daher sollte es kaum verwundern, dass das auch Thema hier im Hohen Hause ist. Doch wenn man sich anschaut, ist das Thema, was im Moment eigentlich die Eltern umtreibt und worüber diskutiert wird öffentlich, gar nicht das Thema dieses Antrages der AfD. Aus Sicht der Eltern könnte man da vielleicht sagen, Thema verfehlt. Sie fordern vielmehr eine Ausweitung der kostenlosen Schülerbeförderung auf örtlich nicht zuständige Schulen, wie Sie es gerade beschrieben haben, und haben ja selbst auch schon gesagt, dass das ja schon lange möglich ist. Dem wird ja gar nichts verwehrt. Die Schulträger sind dafür zuständig, für die Schülerbeförderung, und die machen das an einigen Stellen genauso, wie sie das ja fordern. Sehr grundsätzlich möchte ich dazu erstmal erwidern, für alle Schülerinnen und Schüler gibt es eine staatliche Schule, die für sie zuständig ist. Und der Schulweg genau zu dieser Schule ist durch die Landkreise wohl organisiert. Und das ist sehr wichtig. Das ist gut organisiert und auf diese Tatsache lege ich auch großen Wert. Dort gibt es einen Anspruch auf kostenlose Beförderung. Wenn nun die Eltern entscheiden, ihr Kind auf eine andere Schule zu schicken, so ist das natürlich ihr gutes Recht. Die Verantwortung für diese Entscheidung liegt aber auch bei den Eltern. Heißt also, sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden, ihr Kind auf eine andere Schule zu schicken, als die, die in ihrem örtlichen Bereich liegt. Und sie haben sich damit auch dagegen entschieden, die kostenlose Schülerbeförderung mitzunehmen. Die Konsequenzen müssen sie damit dann tragen, wohl wissentlich, weil so ist die gesetzliche Regelung. Schulwahl und Beförderung wirken immer miteinander. Niemand kann doch ernsthaft verlangen, dass wenn ein Elternteil sich für eine andere als die zuständige Schule entscheidet, dass alle anderen Eltern über ihre Steuergelder das dann mitfinanzieren. Freie Schulwahl impliziert eben gerade nicht rechtlich die kostenlose Schülerbeförderung unter allen Umständen. Paragraph 113 des Schulgesetzes ermöglicht es, den Schülerinnen und Schülern der Landkreise ohne finanzielle Belastung einen Schulabschluss bis hin zur allgemeinen Hochschulreife an der örtlich zuständigen Schule zu erlangen. Selbstverständlich können die Landkreise über diese Regelung freiwillig dann auch hinausgehen, was sie ja auch tun. Schon jetzt befördern sie teilweise die Schülerinnen und Schüler zur örtlich nicht zuständigen Schule, aber diese Entscheidung haben die Träger von sich aus getroffen und werden durch die kommunalen Haushalte als freiwillige Leistung auch finanziert. Hinzu kommt, wir haben uns natürlich Ihre Rechnungen mal angeschaut. 7 Millionen ist Ihre Schätzung zu den Mehrkosten. Wir können diese Rechnung überhaupt gar nicht nachvollziehen. Da haben Sie, glaube ich, an einigen Stellen auch Aspekte nicht mit einbezogen. Auf die regionalen Besonderheiten sind Sie dort nicht eingegangen. Diese 7 Millionen sind also überhaupt nicht belegbar, wie Sie darauf kommen. Doch selbst wenn Sie das wären, möchte ich noch mal sagen, es ist nicht Aufgabe des Steuerzahlers zu bezahlen, dass, wenn Eltern sich zu einer anderen Schulwahl entscheiden. Insofern bitte ich doch, dass wir diesen Antrag ablehnen. Ich halte das nicht für notwendig, das ist nicht die richtige Entscheidung. 7 Millionen, Sie haben das gerade so gesagt, das müsste doch drin sein. 7 Millionen ist sehr viel Geld, und dass diese 7 Millionen aus dem Landeshaushalt zu bezahlen, das wäre Landesgeld, das wissen Sie, das ist Konnex. In dem Moment, wo wir es so regeln würden, wäre das aus dem Landeshaushalt. Ich weiß nicht, wo ich das aus dem Schuletat nehmen soll, und ich möchte das lieber sinnvoll einsetzen, als so, wie Sie es wünschen. Vielen Dank.